ist. Da waren bei weitem nicht alle Verbündeten der Bundesrepublik dafür, dass die Vereinigung stattfindet. Ganz im Gegenteil, da waren weder Franzosen noch Briten absolut begeistert von dieser Idee. Die Sowjetunion hat gesagt, gut, wir vertrauen den Deutschen, ja, und die sollen so leben, wie sie selbst entscheiden. Denn da war wirklich das Vertrauen zum Westen und zu Deutschland Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre sehr, sehr hoch bei uns. Deswegen haben wir den Abzug der sowjetischen Truppen, der russischen Truppen, der Westgruppe der Streitkräfte absolut und vorfristig beendet. Das war eine Geste des Vertrauens. Wobei die NATO auf keinen Fall Deutschland verlassen hat. Das Vertrauen war hoch, wo uns auch versprochen wurde, dass die NATO keinen Zentimeter gen Osten sich bewegt. Ja, gut, das haben wir nicht auf dem Papier festgezurrt. Das war vielleicht ein bisschen zu naiv. Aber ein Wort ist ein Wort. Ja, das sagen wir ab und zu, wobei das ist schon kein Geheimnis. Die Wellen der Erweiterung kamen sofort in der Mitte der 90er Jahre und dauerten bis Anfang der Nulljahre, wo es schon zu einer Frage kam, ob die Ukraine in die NATO muss. Mhm. Und niemand stellte das in Frage im Westen. Mehr noch, es geht nicht nur um die pure Mitgliedschaft, sondern es geht um die Stationierung der militärisch-technischen Infrastruktur. Und das ist schon eine Herausforderung für uns, für unsere Sicherheitsinteressen. Denn die Stationierung irgendwelcher Startrampen in der Ukraine, das ist die 15 Minuten Flug bis nach Moskau oder nach Petersburg. Und das war schon ein Risiko. Wir gingen immer davon aus, dass die Sicherheit in Europa, was in mehreren Gipfeltreffen festgeschrieben wurde, ich meine in erster Linie die OSZE-Treffen, dass die Sicherheit in Europa muss gleich sein für alle Länder. Wobei die Sicherheit eines Staates nicht auf Kosten der anderen Staaten gebaut werden soll. Daran hielten wir fest. Aber unsere westlichen Partner waren vielleicht einer anderen Meinung. Die Ukraine kann in die NATO, muss in die NATO. Russland geht nicht an, wen wir beitreten lassen oder nicht. Und das war schon ein wirklich großes Risiko. Wenn Sie uns doch bitte etwas Hoffnung, Vertrauen schenken könnten, dass das hier nicht im Inferno endet, weil die Botschaften, die jeden Tag von der Presse in deutscher Sprache erscheinen, sind, der Russe kommt. Und ich frage mich, warum sollte er? Er hat doch genug Land. Ja, wir eigentlich die Ziele unserer Sonderoperation in der Ukraine sind auf keinen Fall irgendwelche territoriale Gewinne. Wir haben andere Ziele und es geht nicht um die Fläche, um Gottes Willen, das haben wir wirklich genug. Was uns angeht, wir haben versucht, noch vor dem Beginn dieser Sonderoperation friedliche Verhandlungen vorzuschlagen. Mhm. Bereits im Dezember 2021 haben wir ein Papier verbreitet in Washington, Brüssel, glaube ich auch an die OSZE, mit unseren Vorschlägen, was die friedliche Beilegung dieser Situation anbelangt. Das wurde leider nicht gehört. Die anderen Friedensvorschläge kamen im Frühjahr 2022 von der Ukraine, nicht weit von Kiew, bei Bucha. Und da gab es das sogenannte Papier von Istanbul.
Aber das wurde von dem Westen nicht genehmigt. Deswegen wurde es verboten, Kiew das mit zu unterzeichnen. Wir waren bereit, auf dieser Grundlage zu reden. Was uns absolut inakzeptabel ist, das ist die sogenannte Zelensky-Formel. Das können wir nicht hinnehmen. Das ist keine Verhandlungsgrundlage, das ist ein Ultimatum. Und wir werden an solchen Verhandlungen, glaube ich, auf keinen Fall teilnehmen. Unsere Vorschläge für eine Friedensregelung hat Präsident Putin im Juni, am 14. Juni, glaube ich, sehr, sehr, sehr umfangreich und klar vorgelegt. Da gibt es entsprechende Punkte. Es gibt friedliche Initiativen unserer chinesischen Freunde, die brasilianischen Kollegen, glaube ich, Kollegen aus Afrika haben etwas vorgeschlagen. Es gab auch eine friedliche Initiative des ungarischen Ministerpräsidenten, die, ich weiß nicht warum, von der Europäischen Union scharf kritisiert wurde. Ja, die anderen Friedenspläne, wovon jetzt mal ab und zu auch in den Zeitungen munkert, die kenne ich nicht. Man muss mal sehen, was unter diesem Friedensplan, was manchmal erwähnt wird in der Öffentlichkeit, was dahinter steckt. Rammstein haben wir ja demnächst zu erwarten, was ich nicht verstehe. Rammstein ist ein exterritoriales Gebiet sozusagen der Vereinigten Staaten von Amerika und dort wird es eine Konferenz geben mit 50 Staaten, die alle letzten Endes mit dem Konflikt ja nichts zu tun haben. Ist Deutschland, das ist meine Frage, überhaupt ein souveräner Staat? Also wenn es das zulassen muss... Das möchte ich gerne Ihre Frage an die deutschen Politiker weiterleiten. Frage ist, was soll entschieden werden dort in Rammstein? Wenn es um die Langstreckenraketen geht, die nach Russland schießen können, das wird auf keinen Fall zur Schlichtung des Konfliktes beitragen. Ich möchte nicht spekulieren. Ich weiß nicht, was die Staatschef in Rammstein beschließen möchten. Ich bin kein Orakel von Delphi, um Gottes Willen. Aber jede Entscheidung Richtung Aufrüstung, zusätzliche Risiko für unsere Sicherheit zu schaffen, wären absolut kontraproduktiv. Wir hatten ja nun Wahlen hier in Ostdeutschland und es war festzustellen, dass der gesamte Osten gesagt hat, in den Wahlen, wir möchten Friedensverhandlungen und nicht, dass weiter Waffen geliefert werden. Annalena Baerbock, die Außenministerin in Deutschland, spricht davon, dass sie auf keinen Fall zurücktreten könne, zum Beispiel aufgrund der Wahlergebnisse, die jetzt im Osten gelaufen sind, weil Putin sonst nach Polen durchmarschieren würde. Es gibt natürlich verschiedene Horrorszenarien, die in verschiedenen Zeitungen oder von den verschiedenen Politikern verbreitet werden. Ja, ich verstehe nicht, ehrlich gesagt, welche Ziele damit verfolgt werden. Die Aufheizung der antirussischen Atmosphäre, der antirussischen Stimmungen ist aus meiner Sicht absolut kontraproduktiv. Außerdem haben wir keinen Anlass den Deutschen gegeben, darüber Gedanken zu machen. Wie beurteilen Sie, dass jetzt schon wieder angekündigt wurde? Also ich glaube, die EU hat 35 Milliarden Paket beschlossen, Waffenlieferungen, Unterstützung für die Ukraine, bis hin zu deutschen Panzern, die jetzt wieder geliefert werden. Ist das wie ein Déjà-vu? Also was passiert hier? Haben Sie absolut recht, denn für die Lieferungen der deutschen letalen Waffen ist für unser Volk sehr sensibel und schmerzhaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir natürlich schreckliche Opfer hatten, 27 Millionen, war das ganz nicht eigentlich selbstverständlich, dass wir einen Weg der historischen Aussöhnung ebnen. Denn die Panzer
dem russischen Territorium wieder mal mit den schwarzen Kreuzen zu sehen, das erweckt bestimmte Parallelen, historische Parallelen, und die sind bei weitem nicht attraktiv. Insbesondere wenn wir das auch im Gebiet Kursk sehen, wo die berühmte Panzerschlacht passierte 1943. Und da sehe ich Bilder, wo die deutschen Panzer rollen. Mhm. Und Sie können sich vorstellen, was die Russen dabei denken. Ja. Und das ist wirklich sehr peinlich und das ist absolut inakzeptabel. Ich weiß nicht, wem das eingefallen ist, diese Idee, aber das ist gefährlich, auch für die Einrichtung unserer künftigen Beziehungen. Wie sieht Russland in der gegenwärtigen Situation die Deutschen? Da würde ich sagen, wir haben keine Probleme mit dem deutschen Volk. Und wir erinnern uns gerne an die Jahrzehnte unserer fruchtbringenden Zusammenarbeit zum beiderseitigen Nutzen, auch in der früheren Deutschen Demokratischen Republik, denn wir stehen an der Schwelle am 7. Oktober, da ja. kam die DDR zur Welt. Das größte russischsprachige Community ist eigentlich in Deutschland. Mhm. Naja, wir haben viel gemacht, auch was die Vereinigung Deutschlands anbetrifft. Naja, das war alles absolut einmalig, muss ich sagen. Durch diese Annäherung würde ich nicht verheimlichen, dass Deutschland die meisten Vorteile bekommen hat. Mhm. Wir waren auch nicht im Nachteil, aber für Deutschland war das wirklich absolut einmalig. Insofern waren wir ja alle auf einem guten Wege, weil Handel miteinander durch eine Pipeline, Nord Stream 2, eine Leitung funktioniert ja Gott sei Dank noch, dann braucht man gar keine Armeen. Ja, drei Fäden sind die sind total kaputt. Ja. Ein Faden kann funktionieren. Und wir waren sofort bereit, nach diesem Terroranschlag am 26. September vor 2 Jahren, sofort bereit, Gas zu liefern. Mhm. Dafür brauchte man nur guten Willen. Mhm. Bis jetzt können wir nicht sagen, wer der Täter war, wer Auftraggeber war. Was wir auch von der deutschen Regierung verlangen, denn das ist uns nicht gleichgültig. Das war ein Terroranschlag, absolut einmalig in der Geschichte, gegen eine kritische Energieinfrastruktur. Und das kann nicht so unbestraft bleiben. Wir müssen Täter wissen, wir müssen die vielleicht auch Ausgleich bekommen. Außerdem, das schafft ein Gefühl der Straflosigkeit, was natürlich auf keinen Fall förderlich ist. Wem nutzte das eigentlich? Da stellt sich immer noch die Frage, wer hat die prächtige Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland im Energiebereich zerstört? Wer profitiert davon mit dem LPG oder mit anderen Lieferungen zu einem viel höheren Preis? Naja, es gibt Leute wohl und Staaten, die sich davon profitieren. Da können Sie dreimal raten, wen ich meine. Ich stelle fest, Herr Botschafter, Sie drücken sich sehr diplomatisch aus. Naja, muss ich. Genau.